Am 21. Oktober findet wieder die lange Nacht des Wissens in Schwerin statt. Hier werden an verschiedenen Veranstaltungsorten vielfältige Mitmachaktionen und Projekte angeboten. Die SWS-Schule am Campus am Ziegelsee beteiligt sich in diesem Jahr bereits zum 8. Mal an diesem Event. Die Organisatoren haben sich zahlreiche Angebote für Besucherinnen und Besucher ausgedacht. Es wird Burger geben zum selber bauen. Außerdem ein Glücksrad, also ein paar Gewinne warten so oder so auf alle Besucher. Wir haben noch eine kleine Autorallye vorbereitet und noch einiges mit Bewegung im Sinnesreizen zum Erkunden und Erforschen. Genau, also lasst euch einfach überraschen. Ein Highlight in diesem Jahr, die Turmbau-Challenge. In 3 Minuten gilt es, mit kleinen Holzklötzen den höchstmöglichen Turm zu bauen. Der Kniff hierbei, der Turm muss nach Zeitende 30 Sekunden stehen bleiben. Der oder die Gewinner oder Gewinnerin des Wettbewerbs können verschiedene Gutscheine erhalten. Die lange Nacht des Wissens findet von 17 bis 21 Uhr statt.